dreh das jetzt einmal ein wenig rum. Dann machen wir es halt so. Jetzt habe ich dich da drauf. Ja. Und naja, gut. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Jetzt geht schon irgendwie. So. Okay. Ja, Peter, du bist wieder in. Schauen wir mal, ob ich das mit meinem Mikrofon. Warte mal, ich hole mir noch was, wo ich es reinklemme. Vielleicht machen wir erstmal einen Testlauf. Einfach nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden aufnehmen. Um zu gucken, ob es funktioniert mit dem Ton. Okay, kurzer Test. Test, Test. Okay. Ich glaube, okay, soweit. Warte mal. Gut. Ja, Peter, schön, dich zu sehen. Du bist wieder mal in Bangkok angekommen. Jawohl. Heute Morgen 7.20 Uhr. Und du warst wohl der erste Flieger, so wie es ausschaut, zum 1. November, ne? Oder? Ja, also so wie es aussah, war diese Schleusestation, durch die die Leute geschleust werden, um den ganzen Prozess durchlaufen, das erste Mal aktiv. Okay. Und du hattest mir ja auch erzählt, dass es Fernsehen, das thailändische Fernsehen zugegen war. Genau. Die waren in der Ausgangshalle positioniert. Ich schätze mal so 10, 15 Kamerateams haben da gestanden und die Ankömmlinge beim letzten Prozessstep der Einreise mehr oder weniger gefilmt, bevor sie dann zu den Taxis gebracht werden. Und ansonsten war alles easy? Bist du jetzt schon Freigänger oder musst du noch auf dein Ergebnis warten? Nee, ich muss noch auf mein Ergebnis warten. Ich wurde erst vor 5 Stunden getestet. Das heißt, selbst mit dem schnellen Testen, was man aus der Sandbox kennt, wird es ja noch 1 Stunde dauern, bis das Ergebnis da ist. Aber die Leute aus dem Testzentrum haben gesagt, dass es schon 24 Stunden benötigt, bis das Testergebnis vorliegt. Und dann kann ich noch aus dem Hotel raus. Und wie? Jetzt ruft mich gerade einer an. Und wie war? Warte mal. Weißt du es noch? Nee, du hattest die ersten 2 Wochen angefangen und dann ging es nicht mehr weiter. Ja. Okay. Du kannst, also gut, du bist ja jetzt einen Tag im Hotel und dann darfst du dich frei bewegen. Genau. Na, also innerhalb Thailands, überall hin, kein Problem. Ja, was heißt ganz Thailand, die Provinzen, die freigegeben sind, aber ja. Das sind ja mehr oder weniger fast alle. Mhm. Okay. Genau. Und der Plan war ja ursprünglich auch, dann über die Sandbox wieder in Phuket einzureisen. Aber als dann die Ankündigung kam, dass ab 1. November mehr oder weniger mit einer Eintagesquarantäne auch ganz Thailand wieder bereist werden kann, wieder durch die Wahl auf Bangkok. Hm. Naja, ist ja gut. Und wie war der Flughafenbesuch? War der voll oder was hast du für ein Gefühl gehabt? Also in Deutschland bzw. Luxemburg war, sage ich mal, relativ ruhig, aber schon ein bisschen besser besucht. Hier in Thailand an sich habe ich das Gefühl gehabt, dass wir der einzige Flug waren, der da ankam. Also sonst habe ich da keinen Mensch gesehen. Hm. Jetzt macht die Köchin gerade richtig Lärm da hinten. Das passt gerade alles wunderschön zusammen. Anruf, Lärm. Aber so ist das Leben halt. Ne? Wir haben ja das jetzt. Ja. Nicht irgendwie vorbereitet, sondern wir haben gesagt, wir unterhalten uns und du erzählst ein bisschen, was da passiert ist heute. Ne? Ja, ne? Genau. Naja, gut. Und wie lange bleibst du jetzt da? Nur eine Woche. Das heißt, Sonntagnacht um 12 Uhr fliege ich wieder zurück. Man muss dazu sagen, der Peter war ja erst vor kurzem in der Sandbox. So lange ist es ja noch gar nicht her. Ne? Wie lang? 2 Wochen? Oder? Vor 7 Wochen bin ich wieder zurückgereist nach Deutschland. 7 Wochen schon wieder, wie die Zeit vergeht. Ich hätte schwören können, das war es vor 2, 3 Wochen. Naja, dann wirst du jetzt, wenn du jetzt hier wärst, würdest du merken, wie voll Phuket geworden ist im Verhältnis. Ne? Also langsam macht ja alles auf, auch in Patong und so. Das Rockhard Café oder Hard Rock Café ist ab heute, glaube ich, wieder geöffnet. Oder war gestern schon auf. Dieses Huders macht wieder auf und die ganzen kleinen Händler sind zurück. Und wie verhält sich das eigentlich jetzt in Bangkok? Was hast du da für Gefühl gerade? Ich bin ja nur vom Flughafen zur Teststation gefahren und dann wieder weiter zum Hotel. Das heißt, ich habe nur den normalen Berufsverkehr miterlebt. Was jetzt in den Hotels oder in den gastronomischen Bereichen los ist, kann ich gar nicht sagen. Hm. Im Hotel an sich war ich
bin ich im Moment auch noch der erste Gast oder war der erste Gast, der über das Verfahren eingereist ist. Das heißt, so alles noch ein bisschen jungfräulich, was die Prozesse angeht. Aber trotzdem relativ gut organisiert. Gib's doch zu, du hast das Hotel für dich alleine angemietet. Willst du bloß nicht sagen. Ne? Das macht er ja gern. Ganze Hotels anmieten, dass er seine Ruhe hat. Ne? Naja, super. Freut mich, dass du wieder da bist. Freut mich natürlich nicht, dass du diesmal nicht nach Phuket kommst, aber irgendwann wird es schon wieder klappen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann bedanke ich mich erst einmal fürs Interview. Und wäre ja super, vielleicht hast du ja morgen nochmal Zeit, dann suche ich mir ein bisschen einen ruhigeren Platz. Du das Telefon vorher ausschalten, dass nicht wieder einer anklingelt. Und sorg dafür, dass die Köchin im Hintergrund nichts rührt. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie gemacht hat. Ja? Okay. Okay, super. Dann viel Spaß in Bangkok und in Thailand. Ja, danke schön. Also, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao. Ciao. Wir brauchen dich. Melde dich bitte auf unserem Kanal an.